vermutet hatte. Und zwar wollten wir euch ja heute auf die Event mitnehmen. Und das wurde jetzt ganz kurzfristig heute Morgen erst abgesagt. Aber nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund von einem Tropical Storm, der auf dem Weg in unsere Richtung sein soll. Ja, und zwar müssen wir euch jetzt mal natürlich erklären, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten nach Bandera fahren. Das ist da wollen wir immer noch hin. Ja, machen wir ja auch. Das ist ungefähr 50 Minuten von San Antonio entfernt. Und da sollte heute der National Day of the American Cowboy stattfinden. Und zwar aus dem Grund, weil Bandera sich selber als Hauptstadt der Cowboys, als Cowboy-Hauptstadt bezeichnet. Der Welt übrigens, der Welt. Und das liegt unter anderem daran, dass im 19. Jahrhundert von Bandera aus ganz viele Viehtriebe gestartet sind. Und es gibt da auch wahnsinnig viele Ranches, wo sich dann eben möchte gern Cowboys einmieten können und da ihr Glück als Pseudo-Cowboy versuchen können. Und das machen anscheinend auch ganz viele Leute. Übrigens muss man allerdings noch dazu sagen, dass Bandera nur 921 oder 927 Einwohner hat. Das ist also wirklich ein ganz kleiner Ort. Und in der Mitte ist so eine Hauptstraße und da sind eben Geschäfte und Bars. Und es ist heute noch so, und das ist kein Witz, das kann man nachprüfen, dass es durchaus passieren kann, wenn man nach Bandera kommt, dass da Pferde vor den Bars angeleint sind und da einfach so stehen. Dass der Event abgesagt ist, das haben wir erst vor uns im Auto erfahren, als wir schon unterwegs waren. Also wir fahren jetzt trotzdem dahin, weil ohne Cowboy-Event kann man da was gucken und dann werden wir halt entscheiden. Möglicherweise fahren wir dann noch ein Stück weiter, zeigen euch ein bisschen Hill Country. Ja, Bandera liegt nämlich in dem wunderschönen Hill Country. Und möglicherweise besuchen wir noch einen anderen Ort, wissen wir noch nicht, das werden wir halt ganz spontan entscheiden. Bei so einem Frustvideo und so einer Pleite wie letzte Woche wollen wir euch natürlich nicht wieder zumuten. Ne? Also insofern versuchen wir das Beste draus zu machen. Wir gucken mal, was da jetzt so abgeht. Ne? Wir sind jetzt in einem unserer Favorite Cowboy Stores in Bandera und selbst die Angestellten hier hatten keine Ahnung bis jetzt, dass die Veranstaltung heute gecancelt ist. Wir haben es denen jetzt erstmal auf dem Phone gezeigt, weil die Meldung kam erst heute Morgen. Aber dafür zeigen wir euch hier mal eine schöne Auswahl an Cowboy-Hüten. Und ein ganz cooler Laden. Das ist ein ganz cooler Laden. Tja. Hier hängen auch mal so ein paar alte Knarren rum. Ja. Die haben hier wirklich schöne Sachen. Hinten hat
Das Shirt ist cool, Manu. Guck mal hier. Hey Snowflake, in the real world, you don't get a participation trophy. Not everybody is a winner. There are no safe spaces. Screaming doesn't make you right. No one owes you anything. Crying doesn't solve problems. Nothing is free in this world. People are going to say things that you don't like. And you are not special. I love that shirt. Do you have that? When they have it in double X, I get it. This is the triple X. Talking politics, blind and rigid chicks, old dogs and new tricks and habits we ain't kicked. We talked about God's grace, ha! All the hell we raised. So ein Texas Shirt hab ich auch. Muss ich wieder mal anziehen. Das ist so stark. Today the government outlaws owning guns. It's the day I become an outlaw. Wow. Cool. Ah, that's here for sure. Just a little. Manu guckt wieder nach Handtaschen. Die hat noch nicht genug Handtaschen. Und Manu? Wie sieht's aus mit Handtaschen? Bier. Yeah, that's a good one. Zeig mal. Bier. Bier ist prudiful. Kannst du Bierflaschen reintun, das kannst du dann mitnehmen. Bier ist prudiful. So, wir waren Moment mal in dem Cowboy Store. Ich gehe jetzt noch mein Shirt bezahlen. Es sei denn, Manu findet nur eine Handtasche. Ja, und dann sehen wir uns mal draußen wieder. So, wir sind jetzt mitten in Bandera. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es zieht sich tatsächlich zu. Es wird immer dunkler von den Wolken her. Und ja, hier ist die Hauptstraße, auf der wir uns jetzt befinden. Klein, aber fein. So, Freunde, wir sitzen jetzt hier im, wie heißt das Restaurant nochmal? Ost-West? Nee. OST. Ost. Was das heißt? Nee, verraten wir später. auf alle Fälle sitzen wir hier im John Wayne Room. Was man daran erkennen kann, dass John Wayne hier überall an der Wand rumhängt. Alte Poster, alte Fotos, alte Gemälde. Und hier läuft natürlich ein John Wayne Western in der Platze. Und hier steht John Wayne höchstpersönlich als Pappkamerad. So, und wir haben uns was lecker zu essen bestellt. Und Manu, die macht gerade wieder ihre beliebten Hochkantfotos, die man in Videos nicht verwenden kann. Ich wollte nur gucken, wie das mit dem Licht ist. Das ist aber nichts. Ach so, ist nichts. Nee, na gut. Außerdem kannst du den Kerl gar nicht quer fotografieren. Da kriegst du ihn ja gar nicht ganz drauf. Nee, weil der war eindeutig zu groß, der John Wayne. Na, ja, cool. Ist ein bisschen schön hier, ein bisschen rustikal. Und wir haben uns jetzt lecker was zu essen bestellt und das zeigen wir euch nachher gleich noch. Oh, Manu macht Querfotos. Wow! Bevor jetzt das Essen richtig losgeht, gibt es erstmal was zu schnabbern vorab.
der Manuel Stocher schon in ihrem frischen Salat rum. Den ich gar nicht wollte. Der gehört aber zu deinem Gericht. Ja. Und mir hat die gute Danne so ein paar Nachos hingestellt mit Salsa zum Schnabbern. Da kann man bloß nicht so viel essen, weil da ist man ja schon satt, bevor das Essen kommt. Na? Die Salsa ist wirklich gut, gut scharf, schön vom Paprika gut rauskommt, Tomate gut raus. Und wenn man die so isst, hier, so hier, ja, wo man, schaufelt man ja so die Salsa so drauf, dann beißt man rein, dann fällt die Hälfte runter. Aber das erinnert mich immer so an meine Kindheit. Westfernsehen, Werbung, haben die Werbung für irgendwelche Nudeln gemacht. Und der Werbespruch hieß, irgendwie die Spirelli, womit man die Soße besser gabeln kann. Das erinnert mich halt hier blöd, Mann, weil ich gabel die Soße jetzt nicht, ich finger sie. Ich warte nur aufs Bekleckern. Ja, das kommt auch noch. Ja. Und wenn du Glück hast, kriegst du sogar das Video. Da kommen nämlich dann die Fleckenzwerge auf mein T-Shirt. Ja, nicht die Fruchtzwerge, die Fleckenzwerge, die kann man ja auch aus der Werbung. Lecker. So, das ist denn mein Essen. Chicken Stripes mit Kartoffelbrei, Texas Toast und Soße. Und Tom hat sich Enchiladas bestellt. Ja, die haben natürlich wieder eine Kinderportion geliefert. Ja, logisch. Nee, also du fragst dich, wer das essen soll. Das ist richtig. Und wirklich haben die mich gesehen und haben gedacht, der ist groß und dick. Der kann was vertragen, aber nee, das ist halt typisch. Typisch. Jetzt werden wir mal die Enchiladas in den Boden. Jedes Böhnchen, ein Böhnchen. Werden wir die Bohnen jetzt essen mit dem Reis. Ja. Dann gucken wir mal weiter. So, liebe Leute, ich habe meine Kinderportion nicht geschafft. Bin satt. Stopft ja Reis und dann einen Haufen Käse auf diesen Fajita Enchiladas. Guacamole übrigens, unheimlich lecker. War alles lecker. So, und Manu, ich glaube Manu, ja. Ist auch fertig. Mhm. Mhm. So. Das schreit nach dem Doggy Bag, also wir werden nach Boxen Fragen zum Mitnehmen. Ne? Das ist hier so üblich übrigens, überall. Wir haben gehört, in Deutschland soll das neuerdings böse sein, aber hier war das schon immer üblich. Ja, es wäre schade, das wegzuschmeißen. Lecker essen, da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben beim Kochen. Also muss man das so schön zu Ende essen. Stimmt's, Manu? So, jetzt sind wir in einem schönen General Store, wo es alles gibt und nix. Beef Tanks. 30 minutes or less. Wir haben auch eine schöne kleine Kaffeebar oder was auch immer. Nein, das ist nur Spielzeug. Schöne Stippel und ein schöner kleiner Tannenbaum. Ich glaube, Manu guckt wieder nach Handtaschen. Ach nee. Ja, Armadillo.
Ein paar Cowboys zum Spielen. Ah, die sehen ja aus wie die Gummi-Indianer, die wir in der DDR hatten. Genauso ja, geil. Guck mal hier, aber es hat nur Cowboys, hat keine Indianer, ne? Naja, das ist ja auch Cowboy-Hauptstadt und nicht Indianer-Hauptstadt. Was sind das für einer? Das will ich auch nicht. Guck mal hier. Ah, der hat ein Lasso in der Hand. Und kann mit den Füßen wackeln. Das ist schon ein bisschen der Butcher-Cowboy, oder? Und der Herr Scheidenbrüch hängt auch an der Wand. Und schon was Schönes gefunden, was der Welt nicht braucht? Nö, oh nee! Oh, Kitsch pur! Das Shirt ist geil. Texas Hold'em. Ja, so, es ist jetzt mittags um 12 Uhr. Der Orkansturm ist nicht eingetreten, aber alle Veranstaltungen sind nach wie vor abgesagt, was ganz toll ist. Ja, und wir wissen jetzt auch nicht so genau, was wir machen sollen. Wir werden jetzt erstmal hier noch ein bisschen durch den Ort fahren und da werden wir uns in der Zwischenzeit überlegen, was wir euch noch so zeigen. Es kann auch wohl passieren, wir fahren dann gleich wieder heim und fangen an, das Video zu machen. Warten auf den Sturm. Und warten auf den Sturm, ja. Ja, gucken wir mal. Bis gleich. So, Manu, erzähl mal, wo wir jetzt hingehen. Jetzt gehen wir ins, wie heißt das? Frontier Times Museum. Frontier Times Museum. Ja. Irgendwas mit Cowboys, ne? Ja, und Indianern. Mhm. Und hier haben sie irgendwelche Gedenktafeln außen dran und da sieht man in Haufen auch deutsche Namen hier. Ich habe zum Beispiel einen Lindner Leo entdeckt hier, der Lindner Leo. Ja. Den haben wir hier noch. Mhm. Ein Haufen deutsche Namen, hier stehen wenig deutsche. Der Gerstdorf. Den haben wir hier noch? Brinkmann. Der Brinkmann Alex. Ja. Der Breitmartin. Der ist auch dabei. Ja, das sind schon noch ein paar. Aber hier unten sind die Nagelbrothers. Die Nagelbrüder. Ja. Ja, das Ding ist oben. Und da müssen wir aber Gesicht verhüllen, wie der Bankräuber. Use a face covering. Und als erstes werde ich aber mal fragen, ob man fotografieren ein Video machen darf. Weil ansonsten macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Hier ist ein alter Henry. Guckt euch das geile Teil mal an. So. Und da steht Load on Sunday, shoot all week long. Haha, cool. Geil. Kleine Finger. Ja. Ist wahrscheinlich eine Kinderschreibmaschine. Niedlich. Ja. Jede Menge Geldscheine. Ich weiß gar nicht,
Schon das international, ja. Wollen wir mal gucken, ob wir 5 Astmark finden, meine. Ja, habe ich nicht gefunden. Oh, Euro hat es hier, Euro. Hier hat es Euro. Oh. Hier hat es Euro. Aber ich sehe keine Astmark. Ich sehe noch nicht Schilling. Mal. Ich sehe noch nicht mal D-Mark. Ich kann mich noch erinnern. Hier, D-Mark, natürlich. Ach, hier oben? Hier, ach, hier ist ein D-Mark. Ach, so klein waren die Dinger. Kein Wunder, dass die nicht wert waren, wenn die so klein waren. Aber wo ist Ostmark? Ostmark, Lamm, leistungsorientierte Mark. Haben sie nicht. Schöne Scheiße. Gegen nichts. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. German Portable Typewriter aus dem Hause Adler, Frankfurt am Main. Ja, eine Reiseschreibmaschine. Also ohne deutsches Engineering ging auch früher nichts. Ist heute ein bisschen anders, aber damals war das so. Ja, genau, ist das so. Läuft wahrscheinlich. Zeichnet schon auf. Ja, ist doch nicht so schlimm, können wir das schneiden. Das können wir aber so lassen. Toll. Toll. Na, sag was. Wieso? Buddy. 1, 2, 3. Auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg. Ja, wir hatten gigantische Regenschauer. Also der hat angehalten. Ich glaube, eine Minute oder so. Und war ungefähr schon 10 Meilen außerhalb von Bandera. Also wegen diesem einminütigen Regenschauer wurde halt der ganze Spaß abgesagt. Wir haben uns bemüht, da wieder was zusammenzukriegen, von dem wir glauben, dass es euch gefallen könnte. Und ob es euch gefallen hat oder nicht, das könnt ihr anzeigen dadurch, dass ihr Daumen hoch macht oder Daumen runter. Alle Fälle immer mal was drücken, abonnieren. Kanal abonnieren. Und ist Glöckchen. Ansonsten wie immer Beleidigungen, Beschimpfungen und drunter. Nee, das mag ich nicht. Du nicht, mir ist das wurscht. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich sag dann mal. Bis zum nächsten Versuch, der dann vielleicht wieder gecancelt wird.